UIG Entertainment. Und Viz Games. Hallo Viz Games. Ja. Willkommen zu Joe Steiner. Dem Client, ich trete Indianern in den Arschspiel. Ich erkläre so viel zum Spiel, sobald wir hier auf neues Spiel geklickt haben. Deswegen sause ich jetzt noch rundherum um den ganzen Monitor. Während wir hier sehen Konzept und Idee von Andrew Burger. Komm, neues Spiel. Ah, Singlezimmer von 1999. UIG Entertainment. Schon wieder. Irgendwo an der alten Route 7. Mitten am Nirgendwo. Gelegen auf den Überresten eines alten Indianerfriedhofs befindet sich Joe's Diner. Du hättest wahrscheinlich niemals von diesem Ort erfahren, wenn du dort nicht für einen Monat die Urlaubsvertretung der Nachtschicht übernommen hättest. Räume sämtliche Tische ab und sorge in der Nachtschicht für Ruhe. So stand es in der Stellenbeschreibung. Aber es gab eine Kleinigkeit, die man vergessen hatte zu erwähnen. Auf dem alten Indianerfriedhof unter Joe Steiner wurden damals auch zwei große Stammeshäuptlinge begraben. Die Häuptlinge Grimmige Feder und Lustiger Vogel konnten sich schon zu Lebzeiten nicht ausstehen und machten sich das Leben gegenseitig zur Hölle. Selbst nach dem Tod kann es Lustiger Vogel nicht unterlassen, seinen Rivalen mit allen Mitteln davon abzuhalten, einfach nur in Frieden zu ruhen. Nacht für Nacht versucht er alles, um so viel Krach zu machen wie möglich und damit Grimmige Feder in den Wahnsinn zu treiben. Und genau das gilt es zu verhindern. Denn sobald Grimmige Feder sauer wird, rächt er sich an jedem, der in der Nähe ist. So, so viel dazu. Diner. Budget Boys ist Single 1999. Oh, ein Doppelzimmer. Doppelzimmer ist nur 2 Dollar teurer? Nämlich gleich ein Doppelzimmer, habe ich mehr Platz im Zimmer. Und. Jo, bis zum Ende deiner Schicht. Um 6 Uhr morgens musst du alle Tische abgeräumt haben. Ja, das sollte doch machbar sein. Nehme dazu die Reste von den Tischen auf und entsorge sie in den Mülleimer der Küche. Ja, also. Das hat man hinbekommen. Sorge bis dahin dafür auch für Ruhe im Diner, damit nichts im Frieden des alten Indianerhäuptlings Grimmige Väter stört. Benutze wir es, um dich zu bewegen. Ja, würde ich halt gerne. Und mit der Maus kann ich mich umsehen. Gut, Standard. Ich will loslaufen. Danke. Jo. E oder linke? Okay. Cool. So. Also, wir räumen hier mal ab. Wir müssen im Endeffekt eben abräumen, weil alles, jedes Geräusch, das ihn stört, das macht Grimmige Feder wütend und wir wollen nicht, dass Grimmige Feder wütend wird. Deswegen räumen wir hier auf. Jo. Das sieht aber alles ganz, sieht alles richtig ordentlich aus. Warum hier aufräumen? Das gefällt mir richtig gut. Es sind teilweise ganz schön listige Sachen auch hier, die dann einfach anspringen und sagen, hey du, hallo Katze. Das ist Grimmige Katze. Oh oh. Oh oh. Irgendwo tutet dein Handy. Irgendwo tutet dein Handy. Warte. Ich finde das. Es lag irgendwo hier. Aha. Handy gefunden. Gut. Wo ist jetzt hier irgendwas zum Abräumen? Das sieht alles so ordentlich aus. Solche Besucher mag ich. Die. Oh. Aus! Aus! Da, danke. Geht doch. Jo, jetzt eben. Abräumen. Aha, gefunden. Mülleimer? Ist da ein Mülleimer? Ist da einer? Natürlich nicht. Aber hier. Na, verdammt. Ich weiß, wo er ist. Okay. Wir rennen einfach hier entlang. So, Mensch, wie schnell die mit dem Müll rennen kann.
Ja, Schnauze, ich muss hier aufräumen. So, das da weggeworfen. Aus, mach die Tür auf. Ah. Schnauze. Danke. Geht doch. Ich stell. Nicht in meinem Geschäft, Munks und Jedels. Der Lampenschirm sah auch schon mal ordentlich aus. Wo ist hier noch was zum Auf? Aus. Schnauze. Willst du viel? Spül mit Priel. Dann klappt's auch mit den Nachbarn oder so. Kann ich da irgendwas hier mitnehmen? Irgendwas mal sauber machen. Zum Beispiel die Milch. Oder den Müll. Hä? Wo soll ich hier irgendwas aufräumen? Hä? Oh, Schnauze! Geht doch. Sack Zement, der ist zugenäht. So. Sonst noch irgendwas? Aus. Schnauze. Gut. Gut. Guck mal einfach mal hier. Da ist noch ein Telefon, das anspringen kann. Ist hier irgendwas zum Mitnehmen? So hier beim Chef setzen, wo er reinpupsen kann. Nö. Nur der Sessel eben, besagter Sessel zum Reinpupsen. Springen können wir auch nicht, weil Schwerkraft ist viel zu stark hier im Diner. Vier Mülldingsbümse müssten hier noch sein. Oh, blödes Handygeräusch. Blödes Handytuten. Handy? Tuten? Du hast es nicht geschafft, die Tische. Wo war da noch Müll? Wo? Ich wollte mal den Tisch. Spielladen. Nachtschicht 1. Muss ich dann das blöde Intro nicht nochmal anschauen? Danke. Oh, danke. Wie, das Intro geht wieder los. Ich raste aus. Das ist schön, aber es geht so lang. Oh nein, nicht wieder das Tutorial. Oh, da ist Müll. Merken wir uns. Eine Flasche. Merken wir uns. So. Ja, Schicht 1. Ja, okay. Um Reste aufzuheben oder linke Maustaste. Ich benutze jetzt nur die linke Maustaste. Sorge auch für Ruhe. Ja, Ruhe. Ruhe hier. Auch mit den Nachbarn. Sorge für Ruhe, dann klappt's auch mit den Nachbarn. Mit WASD kannst du dich bewegen. Außer dieser Text wird noch eingeblendet. Dann kannst du dich nicht bewegen. Aber ansonsten kannst du dich mit WASD bewegen. So, her mit den Pommes. Natürlich. Wir können nur eins tragen, weil wir haben nur eine Hand. Man kann auch nicht immer stapeln oder so. Nee. Das geht nicht. Nee. Stapeln ist voll uncool. Die Nuggets. Nom. Wer isst hier auch nicht auf? Schweinerei. Die Milch. Ja, natürlich die. Die gammelige Milch, die bleibt dann stehen. Ist denn für die nächsten Besucher? So. Drei noch. Drei besagte Mülldingsbümse noch. Das sollte man hinbekommen. Aha. Noch eine Flasche. Warum Slow-Mo? Warum auf einmal? Wegen dem Handy. Eindeutig wegen dem Handy. Aha. Nein. Aus. Schnauze. Wo ist hier noch was? Ich weiß ganz genau, dass hier irgendwo noch was ist. Aha. Ja. Man muss hier nur ganz genau suchen. Dann finden wir alles. Den letzten Tisch. Oh, wer hat wieder das Fernseher angeschalten? Wer? Was tust? Unbekannte Besuchernummer. Aha. Ich hab's. Irgendeiner hat seine Spraydose liegen lassen. Oder auch nicht. Hä? Müll, ich suche dich. Aber ich finde dich nicht. Hallo, Müll. Schnauze. Das ist hier mehr die Suche. Ach, ich habe doch eine Taschenlampe. Logo. Das ist hier mehr die Suche nach dem Müll als irgendwie. Ich frage mich, wann der Horror anfängt. Oder ist es der Horroraspekt, dass. Aha, gefunden. Gefunden. Oh. Schnauze. Jetzt komm gleich. Oh, du konntest die Tische nicht abräumen in deiner Nachtschicht. Wie lang diese Schicht geht, keine Ahnung. So, alles abgeräumt. Ich bin der King. Lasst mich raus. Natürlich nicht. Warum sollte ich auch rausgehen dürfen?
Lauf nicht zu laut, sonst wird grimmige Feder wütend. Gut, dass listiger Lurch nicht noch da ist. Ein Brief. Post-its, die wir nicht lesen können. Und das X markiert die Stelle. Gut. Kann ich mir meinen. Präriewinde. Oh, wer hat schon wieder den Fernseher angeschalten? Wer? Jetzt gibt's aufs Maul. Listiger Lurch? Listiger Lurch, das war nicht lustig. Ganz schöner Wind da draußen. Das sieht auch nicht mehr so frisch aus. Ah, Schokotorte. Oh, geil. Und jetzt? Kann ich mir einen Kaffee? Natürlich nicht. Ja, vielleicht will ich von da keinen Kaffee trinken. Jetzt reicht's aber hier. Schnauze. Guck, die da hinten haben schon zugemacht deswegen. Genau die. Stimmt auch wegen listiger Lurch. Nee, es war ja lustiger Vogel. Und grimmige Feder. Einmal noch. So, Schicht Nummer 1 bestanden. Also, kommt nach Schicht Nummer 2. So, und wieder die vergebene Suche nach dem Müll. Ha, das sollte jetzt richtig schwierig werden. Doch. Das ist der ich räume mein Zimmer auf Simulator. Habe ich so langsam den Eindruck. Aber gut. Ich spiele das jetzt mal eine Weile. Mal gucken. Vielleicht fängt der Horror einfach nur erst später an. Irgendwie, keine Ahnung. So ab Nachtschicht Nummer 30. Wenn er dann merkt, dass er keinen Lohn bezahlt bekommt. Na dann. Was war das jetzt? Aus. Böse. Mehr Abfall. Oh, wer hat da wieder sein Tablett liegen lassen? Oh, wer? Unmöglich, diese Leute. Unmöglich. Ja, okay, bei dem Fraß. Was macht da jetzt wieder diesen Lärm? Wo kommt dieser Lärm her? Hä? Hallo? Lärm? Aha. Gefunden. So. Den Burger. Echte. Ne, also ich würde mir da echt mal Gedanken machen, warum das hier keiner auf ist. Was ist das jetzt schon wieder? Oh. Hier gibt's nichts mehr zu essen. Die Küche ist geschlossen, verdammte Scheiße. Erst hier nicht aufessen wollen, aber dann hier so einen Stress machen. Ah, guck. Auch der letzte Tisch ist abgeräumt. Auch der Hobbyalkoholiker hat schon seine Flaschen hier stehen lassen. Würde ich mir Gedanken machen. So. Oh. Jetzt reicht's aber hier. Ich steh. Ich bin mal mit dem Telefon. Klingelstreich. Bisschen Musik. Hoffen wir, dass da keine GEMA da ist. Die dann sagt, so geht's aber nicht, Mr. und Mrs. Hallo, Katze. Schöne Katze. Das ist irgendwas, was pfeift. Stimmt von hier. Aha. Gefunden. Das ist echt so mehr, ich suche den Lärm als alles andere. Und der meiste Sound kommt eh aus der Küche. Erkunden wir noch ein bisschen, was hier noch Lärm machen könnte später. Zum Beispiel einer, der ins in die Toilette scheißt. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Aus. Gibt kein Eis mehr. Habt ihr euch nicht verdient, ihr bösen Racker. Nee.
Ich hoffe mal, ich übersteuere hier nicht. Oh, ist ja ein neues Mikrofon im Einsatz. Das ist ja quasi auch sowas wie ein Test. 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 Das ist ein Test. Wie lange geht jetzt diese Nachtschicht? Hallo. Guck mal vorne, das ist mein Auto. Da, das rostige, ramponierte. Was? Ja, oh, werd schon wieder hin. Das war's mit der ersten Folge Joe's Diner. Ich hoffe, es hat euch bis dahin gefallen. Grüße von eurem Zero und wir sehen uns bei Nachtschicht 3.